dem Wald diskutiert. Das war jetzt überhaupt nicht einfach, darüber zu diskutieren. Ziel war es aber, dass wir an zwei Wochenenden eine Ausstellung hinkriegen, die parallel zu den Aufführungen von Theater Radix gezeigt werden. Ja, und je mehr wir darüber diskutiert haben, umso flüchtiger wurde dieser Begriff der steigenden Wald. Was ist es jetzt eigentlich? Ist es das Knistern, bevor es zum Gewaltausbruch kommt? Oder ist es eine permanente Berieselung, die einen irgendwie manipuliert? Ist es vielleicht ein Schatten, der so über allem schwebt und uns was tun lässt, was wir gar nicht tun wollen? Oder ist es vielleicht, oder sind es nur Sätze, die wir selber im Kopf haben und die uns daran hindern, das zu tun, was wir nur gerne tun möchten? Also wo fängt die schleichende Gewalt an? Das war schon unglaublich schwer zu formulieren, aber es war noch viel schwerer, das in Form zu bringen und mit einem Material in Form zu bringen. Da wurde natürlich dann sehr gehadert. Es wurde viel gezögert. Es wurde ausprobiert und verworfen. Ich glaube, etliche Zigaretten sind bei draufgegangen, viel Kaffee wurde getrunken. Irgendwann hatte doch jeder seine Idee und sein Material und hat versucht, es umzusetzen. Damit aber sowas wirklich klappt, und vor allen Dingen an zwei Wochenenden, das ist nicht viel Zeit, dafür gab es immer einen professionellen Künstler, der darin unterstützt und begleitet, und das war der Wolfgang Ludewig. Mit viel Ausdauer und mit viel Geduld hat er immer wieder nachgefragt, was ist deine Idee? Was willst du genau damit aussagen? Mit welchem Material willst du arbeiten? Und er hat, glaube ich, auch manchmal begründet Sachen abgelehnt, weil er gesagt hat, das wird nicht funktionieren. Und er hat aber auch die Ideen der Teilnehmer unterstützt und gefördert und ich finde, wunderbar dazu auch gebracht, dass es jetzt heute hier ausgestellt wird. Dafür möchte ich mich beim Wolfgang sehr danken. Ich möchte mich aber auch bei allen Teilnehmern bedanken für ihre Ideen und auch für die Beharrlichkeit, an diesen Ideen zu bleiben. Da gab es oftmals Reibereien. Aber ich habe davon profitiert und wir sehen hier sehr authentische Künstler, die sehr eigene Ideen umgesetzt haben. Und ich freue mich darauf, dass Sie heute in dieser Ausstellung sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Ausstellung. Ich wünsche Ihnen auch hinterher eine spannende Premiere von Theater Radix. Und jetzt darf ich Sie eigentlich nur noch zum Buffet einladen. Und wenn Sie Fragen an die Künstler haben, die stehen heute Abend zur Verfügung und werden sicher auch sehr viele Fragen beantworten. Dankeschön. Thank you.